Hallo Leute, herzlich willkommen, neues Video von Software.zone. So, und nachdem wir jetzt in letzter Zeit ganz viel Speckner Arms, Zymer, Double Eagle und weiß der Teufel was euch vorgestellt haben, teilweise eben auch Modelle, die dies Jahr auf der IBA vorgestellt worden sind, haben wir jetzt endlich mal wieder eine größere Ladung von GNG am Start. Wir haben bei uns im Shop ja jetzt schon einige Sachen eingepflegt, also wir haben jetzt die ARP 9 2.0, wir haben die ARP 3.0, wir haben die neuen FRR-Modelle, also FRR9 und FRR556 und wir haben jetzt aktuell neu das brandneue MP5-Modell von GNG und das würde ich euch jetzt ganz gerne in diesem Video hier mal vorstellen. Das haben wir, wie gesagt, auf der IBA gesehen, waren total begeistert und haben jetzt gedacht, okay, müssen wir unbedingt für euch an Lager nehmen. Waren jetzt leider schnell weg, als ich gedacht habe. Aber ich habe noch ein Modell da und mit dem machen wir dann noch fix ein Video, bevor es dann auch in eure guten Hände geht. Dementsprechend bleibt einfach dran. So, und dann machen wir jetzt hier mal so ein richtiges Unboxing. Aber ihr seht schon, ansonsten hat sich bei GNG erstmal äußerlich noch nichts getan. Der Karton ist immer noch wie gehabt. Das heißt, wir haben hier Top 5, blau-schwarz, einfacher Karton. Und ihr seht schon, hier ist auch das Modell abgebildet, das den Supernamen hat GNG MP5 TGM R5 ETU und das Ganze in Black. Deswegen, wir packen das jetzt mal aus und zeigen euch mal, was ihr bekommt. Das ist ja bei GNG immer übersichtlich. So, wir haben hier einen Katalog von GNG. Tolle Poster, immer sind alle neuen Modelle auch soweit schon drauf. Dann haben wir hier das schöne TG5 Modell. Hier wird nochmal erklärt, wo der Akku eingelegt wird und bla 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 und etc. etc. Na, also das, was ihr einfach kennt. Ne? Braucht man nicht erklären, könnt ihr selber reingucken. So, den haben wir schon hier für euch natürlich, wenn wir die bei uns verschicken, runtergemacht. Das ist der Orange-Tipp fürs Ausland. So, dann hat GNG hier für dieses Modell ein neues Magazin konzipiert. Ihr seht das hier, ne? Ist so ein bisschen angedeutet hier Bullet, ne? Fenster drin. Ihr könnt hier sehen, schön gebogen, solide Kappe, auch wieder hier auch top verarbeitet. Ich habe jetzt zwar so eine kleine Naht dran, aber GNG-like wirklich super verarbeitet. Ne? Feder hier oben auch schön stramm und also gibt's nichts zu meckern, wie immer GNG. Was haben wir hier noch drin? Hier ist noch ein Slingswivel dabei zum Einklipsen. Ja, und dann haben wir hier die schöne MP5 selber und ich sage bewusst schön, weil die ist sehr schön. So, die holen wir jetzt hier mal raus, solange ich mitspiele. So, Karton tun wir einfach mal auf Seite. Brauchen wir ja nicht mehr. So, hier habt ihr die schöne, ja, wie ich schon sagte, TGM R5 ETU in Black. Lassen wir das MP5 mal weg. Das Modell, ein bisschen Staubpur dran, ist wirklich schwer, liegt so bei 2600 Gramm. CQB-mäßig gut zu führen. Wir haben auch hier vom ganzen Body her für eine MP5 einfach mal mehr Aggressivität drin. Sieht optisch viel, viel moderner aus als das klassische MP5-Modell. Ne, hier, wie gesagt, der Tipp ist schon runter. Kann ich natürlich hier abschrauben, kann ich jeden Tracer oder so drauf machen. Guckt übrigens mal bei uns im Shop, ganz wichtig, wer auf MP5-Modelle steht. Wir haben einen mega coolen MP5-Tracer, den werde ich in einem der nächsten Videos auch mal vorstellen. Weil den haben wir jetzt schon länger an Lager und ich glaube, der ist draußen noch gar nicht so bekannt. Die paar, die ihn jetzt schon bei uns gekauft haben, finden den mega. Ich persönlich finde den auch sehr gut gelungen. Dementsprechend würde ich sagen, schaut da bitte mal rein. So. Was direkt auffällt, wir haben hier vorne M-Lock. Wir haben hier einen ganz anderen Magazinschacht als bei den klassischen, weil hier haben wir auch so ein Magwell dran. Finde ich sehr schön. Vor allen Dingen hilft das immer dabei, das Magazin einzuführen. Gerade wenn man auch vielleicht mal nicht so viel sieht. Dann haben wir hier das klassische Patronenauswurffenster, was auch hier über den Fake-Spannhebel geöffnet wird. Da ist auch dann das klassische Hop-Up drin, aber das sehen wir, gucken wir uns alles gleich an. So, was hier auch besonders ist, ich habe einen Klappschaft. Ja, und danach ist das Ding wirklich auch sehr kurz.
Aber das machen wir gleich auch mit den technischen Daten. Was ein bisschen anders ist als bei den klassischen MP5-Modellen, der Akku wird hier hinten eingelegt. Das zeige ich euch nachher aber auch mal, weil das ist eine Besonderheit. Dann ansonsten, wir haben hier einen Aluminium-Stock, eine Schaftkappe hier hinten auch schön mit Rillen, sehr gut gelöst. Wir haben hier vorne eine Rundlochkimme, wir haben vorne ein schönes Korn hier. Also das ist eigentlich sehr gut gemacht. Wir haben hier direkt eine Rail-Möglichkeit hier oben drauf. Das heißt, wir haben hier direkt schon diese aufgebaute Klemm-Rail, die man auch abmachen kann. Hier sind vier Schrauben, könnt ihr also runternehmen, wenn ihr möchtet. Ansonsten wieder hier die 3-Pin-Zerlegung, das heißt, wir haben hier die Pins, damit wird es auseinandergenommen. Und 2 Pins. Was besonders ist, wir haben ja eine ETU verbaut, die brauche ich aber hier in dem Fall nicht programmieren, weil ich habe hier beidseitig ambitoxe Bedienung, das heißt, ich kann hier sagen 1, 2, 3, Semi, Burst, Full Auto. Zeige ich euch nachher mal im Trockenschuss. Das heißt, hier könnt ihr direkt auf Burst einschalten und da das Ding 0,5 hat, ist es auch bei uns zulässig. Ist auch hier von uns, ne? Software.Sohn, Kaliber 6 mm, 0,5 Joule, ist von uns auch hier drauf markiert. Das heißt, damit ihr hier keinen Stress bekommt, wenn ihr mal angehalten werden. Also die ist von uns direkt schon ausgezeichnet mit 0,5 Joule. Ja, was besonders ist, von der Qualität her, GNG. Da, ne, was soll ich sagen? Hier klappert nichts, hier bewegt sich nichts. Also auch hier der massive Block hier oben drauf, sieht einfach Hammer aus. Das ist echt ein richtig schönes Ding. Steck mal das Magazin rein. Zu der Kompatibilität erzähle ich gleich noch was. Aber ne, ganz neues MP5-Modell. Da hat sich GNG wirklich was Schönes einfallen lassen, so eine richtig moderne CQB MP5 zu entwickeln. Und die ist einfach der Hammer. Ansprechverhalten ist super. Und das zeigen wir euch nachher bei unserem Trockenschusstest. Wir machen auch nochmal einen Chronotest und auch natürlich einen Schusstest im begrenzten Maße. Ja, dann würde ich sagen, bleibt dran und ich komme mal mit der Kamera einfach näher. So, hier haben wir das schöne Stück. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt auch gut sehen. Also, zu den technischen Daten. Die TGM R5 ist im Ganzen 680 mm. Wenn ich sie einklappe, dann ist sie 440 mm. Und wir haben einen Innenlauf hier von 240 mm und eine Gesamthöhe von 230 bis zum Magazin. Beim Material hat GNG auch unten wieder bewusst Polymer gewählt. Also das heißt, der Griff hier, das ist alles eins, das ist Polymer. Der ist auch hier schön gestiffelt. Das heißt, der liegt unheimlich gut in der Hand, auch hier vorne hinten. Das heißt, ich habe hier ein richtig gutes Anfassverhalten. Ich habe hier einen modern geformten Trigger Guard. Dann haben wir hier, wie schon gesagt, das Magwell. Wir haben hier beidseitig Slingaufnahmen. Wir haben hier hinten beidseitig Slingaufnahmen. Das Sling Swivel ist ja beigefügt. Das heißt, ihr könnt sowohl einen One-Point-Sling als auch einen Double-Point verwenden. Two-Point-Sling. So, wir haben hier vorne ein Gewinde. Das heißt, hier kann ich diverse Schalldämpfer oder Silencer oder Tracer aufschrauben. Dann habe ich hier oben die Fake-Gasaufnahme. Wir haben hier einen Metall-Innenlauf, der auch bis hier rangeht. Wir haben hier aus Kunststoff den Fake-Spannhebel, natürlich nur den Griff, das andere ist alles aus Metall. Wir haben ein M-Lock-Aluminium-Handguard und wir haben einen Metall-Aluminium-Upper-Receiver und einen Lower-Polymer. So, auch hier hinten, Schulterstützeneinheit ist in Polymer gehalten, die Visierung alles voll Metall, die Rail hier oben ist auch voll Metall. Im Innern haben wir die neueste Generation GNG Gearbox. Das heißt, wir haben ja bei GNG, hat ja da noch ein bisschen Wandel gemacht und hat zumindest etwas an der Qualität des Pistons und so weiter gearbeitet. Wobei das System wieder super dicht ist. Wir haben gute Schusswerte. Werdet ihr gleich im Chronotest sehen. Ich habe die schon mal Probe geschossen. Liegt so knapp bei 0,4, 0,43, 0,44 Joule. Und wie gesagt, lässt sich hier beidseitig vom Schützen auf Burst und Full Auto einstellen, Semi-Burst, Full Auto und Safe. Wir haben hier beidseitig den Magazin aus,
Wurfknopf. Das heißt, sie ist voll von für Links- und Rechtshänder geeignet. Das Besondere in meinen Augen ist tatsächlich diese Optik, die man hier gewählt hat, weil sie sich ja deutlich von der klassischen MP5 abhebt. So, Gewicht des Ganzen liegt bei 2600 Gramm. Also die liegt, ich sage jetzt mal, wirklich gut in der Hand. Das Gewicht ist deshalb etwas niedriger, weil hier eben ein Mix gewählt worden ist aus Polymer und Metall und Aluminium. Vergleich dazu, die Classic Army MP5 ist deutlich schwerer, liegt bei knapp 3 Kilo. Da ist halt dann deutlich mehr Metall verbaut. Aber ich finde, das passt ja alles. Auch der Aluminiumstock hier hinten, so ein bisschen Skeleton-like, ist sehr gut gemacht. So, ich nehme die hier mal raus. Die Hop-Up-Kammer könnt ihr hier hoffentlich sehen. Klassischer Schieber. Das heißt, den kann ich hier, den kann ich hier halt raus und mit dem Finger raus und reinschieben. Kann ich jetzt gar nicht so von hier so easy machen, weil der sitzt wirklich stramm. Ich habe das mal ausprobiert. Also der bleibt dadurch natürlich auch in seiner Position gut stehen. Was ein bisschen tricky ist, das hatte ich vorhin schon erwähnt, das ist hier hinten das Magazinfach. Ich habe hier oben einen Knopf, den ich reindrücken muss. Den kriege ich gar nicht ohne, den bekommt man ohne Schraubenzieher oder ähnlichem. Ich habe jetzt hier gar keinen, mache ich euch gleich auf den Trockenschuss. Dann kann ich nämlich das Magazin, das geht so nicht. Braucht man wirklich einen Schraubenzieher für, zeige ich euch gleich. Super live Video. Ich muss das jetzt tatsächlich mit irgendwas reindrücken. Also der muss ziemlich weit rein. Und dann kann ich hier diese Schaftkappe nach unten wegziehen. Aber das zeige ich euch gleich nochmal. Ich gehe jetzt nochmal in die Totale. Und dann machen wir auch gleich ein kleines Fazit zu dem Ganzen. Und dann zeige ich euch hier nochmal Trockenschusstest. So. Dann, wie gesagt, zeige ich euch jetzt hier nochmal was Magazinkompatibilität und eben auch jetzt hier hinten mal das Trockenschussverhalten und das Akku einlegen. Haha, so, den drücke ich jetzt hier rein und dann kann ich es runterschieben. Also der geht relativ weit rein, ne, also muss man ziemlich tief reindrücken, damit er aufgeht. So, ihr seht schon, das Einzige, wo GNG anscheinend noch nicht in der Zukunft angekommen ist, finde ich auch, ist einer der, eigentlich der Kritikpunkt, der alleinige Kritikpunkt an dem Ganzen, dass es hier im Prinzip immer noch einen Mini-Tamija hat. Ne? Selbst Beckner Arms und andere haben inzwischen ja den T-Plug und wie gesagt, das könnte man ändern. So, aber damit nicht genug, da zeige ich gleich noch einen Kritikpunkt. Also die ETU läuft mega. Ne? Also Full Auto, ihr hört das schon. Die geht richtig ab. Aber auch im Einzelfeuer, also richtig gute ETU und auch vom Break her, also auch der Zyklus perfekt. Man hört hier auch, man muss wohl dazu sagen, hier sind jetzt schon die speziellen Downgrade-Federn drin, die wir dafür verwenden, die auch aus deutscher Produktion kommen, also die wirklich qualitativ hochwertig sind, deswegen hört ihr hier auch kein Klingeln. Die Feder ist halt aus einem speziellen Federstahl, sodass die nicht so klingelt, weil sie eben quasi so lang ist wie eine normale. Ne? Also das finde ich hier, hört man auch. Früher hat man immer so ein Klingeln, bei den, wenn man einfach nur eine Feder abpitcht oder irgendwas. Also das geht gar nicht, das machen wir auch nicht. Dementsprechend könnt ihr euch und können unsere Kunden sich darauf verlassen, dass die hier ein gutes Schussergebnis bekommen. Und das bestätigen uns unsere Kunden auch. Ja, wie gesagt, jetzt kommen wir aber zum zweiten Kritikpunkt, der leider auch mit dem Akku zu tun hat. Denn nicht nur, dass wir hier Mini-Tamija haben, der Akku muss hier rein. Also ihr habt nur das hier. Da kann ich eigentlich nur empfehlen, wir haben jetzt hier schon unseren 1500er Fuel. Der ist schon zu groß. Also den kriege ich hier nicht rein. Da kann ich machen, was ich will. Den kriege ich nicht unter. Und wir haben das mal mit unserem 1200er Fuel versucht. Und der passt wirklich einwandfrei. Also schaut mal uns in den Shop. Unser 1200er 7,4 Volt, der hat einfach das beste Baumaß. Der ist top für alles, der hält einen Tag durch. Und wie gesagt, unsere Kunden sind total begeistert, wie klein der ist.
Dementsprechend also der 1500er von uns in alle normalen kann ich euch den natürlich auch nur wärmstens empfehlen. Auch der hat hier für einen 1500er ein echt schmales Baumaß. Aber jetzt hier in Verbindung mit der hier habe ich auch verloren. Also das ist tatsächlich so ein Problem bei der ganzen Nummer. Aber 1000er oder 1200er passen da rein. Zumindest unser 1200er Fuel. So, ne, wenn ich das jetzt hier wieder drüber schiebe, haben wir das Ganze wieder zu. So, Kompatibilität. So. Wir haben hier das Originalmagazin. Und da habe ich gedacht, ach super, passt ja unser schickes Zümer auch. Nein, passt nicht, weil wir diesen Kragen hier haben. Das heißt, das geht hier unten nicht rein. Das läuft gegen das Magwell hier. Passt nicht. Da habe ich gesagt, okay, weil das Problem war ja früher immer, dass GNG so ein bisschen mit dem Magazinschaft rumgezickt hat. Da ging nicht jedes Magazin rein. Ich habe jetzt hier, wir haben ja nicht nur diese kleinen Schussmagazine für die MP5 bei uns im Shop, sondern wir haben ja auch die MP5 normalen 100-Schuss-Magazine, also die sind ungefähr so lang, also ungefähr die Größe. Das hat übrigens 130 Schuss, das ist Polymer. Wir haben ja auch die Stahlblech in 100, 120 Schuss, also die größeren. Und wir haben ja das Oldschool, das kaufen im Moment auch sehr viele. Wir haben dieses gerade Stangenmagazin. Ich habe leider gerade keinen Zieher, war ein bisschen blöde. Das geht gerade runter. Sieht auch richtig gut aus. Ist dieses alte, deswegen Oldschool, ist das Magazin, was bei der Einführung der Waffe damals, ich weiß gar nicht, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wann die Waffe eingeführt worden ist, die MP5. Ich glaube, das war schon in den 70ern. Auf jeden Fall das erste Modell. Und da gab es noch gerade Stangenmagazine. Die heißen Oldschool, sind auch bei uns im Shop. Könnt ihr euch mal angucken. Kommen unheimlich gut an, werden auch viel gekauft. Und das würde hier auch passen, weil es den gleichen Kragen hat. Hier muss ich einen Klatsch, ne? Na? Also ich habe vorhin damit geschossen. Es passt. Ah, jetzt. So. Es passt auf jeden Fall. Ich hatte es nicht weit genug reingeschoben. Ne? Das ist das kleine Magazin von Zümer. Aber wie gesagt, das... ich bin mehr für das Stangenmagazin hier oder eben natürlich die Originalen. So, ne? Ja, vom Fazit her. Wir haben ein geiles Design. Wir haben echt coole Optik, Handguard, Body und so weiter. Richtig gut überdacht. Wir haben absolut toppe Passgenauigkeit. Also hier ist wirklich top Verarbeitung. Da kleppert nichts, da rutscht nichts. Also das ist wirklich... richtig GNG, das merkt man. Was mir auch gut gefallen hat, ist das Ansprechverhalten. Die ETU läuft super sauber und ich finde es sehr gut, dass man hier der ganzen Nummer den Burst auch spendiert hat. Denn dann brauche ich die ETU nicht immer programmieren. Das war ja bei den anderen Modellen klar, die programmierbare ETU war auch immer cool, aber hier habe ich halt alles, ohne immer umprogrammieren zu müssen. Was will ich denn jetzt? Will ich jetzt Semi, will ich jetzt Burst oder was auch immer, sondern hier habe ich einfach direkt alles. Hat ja ansonsten nur die Scorpion im Moment, glaube ich. Also richtig cool. Finde ich gut. Kompatibilität, auch da hat GNG ein bisschen was getan. Zumindest passen jetzt hier die Zümer-Magazine, außer dieses mit den Bullets von das Moderne, von der Platinum-Serie. Das geht leider nicht. Ja, ansonsten würde ich sagen, guckt euch noch den Schusstest an und den Chronotest. Und wir hängen noch ein paar Bilder an, wie immer. Und es würde mich freuen, wenn die GNG oder auch die neuen GNG-Modelle, also bleibt gespannt, es kommt noch ein Video mit der ARP 3.0. Also würde uns freuen, wenn es dafür Freunde und Abnehmer geben würde. Und ich sage einfach mal, bis demnächst. Chronotest TGM R5 ETU. Und nochmal Fleisch Dauer, wenn noch was drin ist. Ja. Rofftest. So, war noch was drin. We'll be right back.
Schusstest, GNG, MP5, TGM, ETU, R5 mit 0,5 GS Tactical BBs auf Zielscheibe. Einzelfeuer. Dreier Burst. Und Full Auto. Da ist ordentlich Musik drin.